Graaf, Rudi Schleifstein. Schleifstein. Rudi Schleifstein. Und ich begrüße euch. Ich habe hier auch heute mein Raubtier, mein Beschützer mitgebracht. Ja, was meint ihr wohl, wer das ist? Eine Kuh! Ein Vogel! Ein Vogel! Ein Mensch, du bist ja richtig. Ganz so. Da ist er! Ja! Und zwar ist das der. Rudi! Nee. Ganz so. Eine Kuh! Ganz so. Kuh heißt nicht. Kennt schon jemand das Ganze? Der heißt Kuh! Der heißt nicht Kuh, der heißt Gonzo. So, bist du der Rudi Schleifstein? Wie bin ich? Oder wer bin ich? Rudi Schleifstein. Richtig. Falls ich das halt vergessen sollte, ich habe den Namen noch nicht allzu lange. Seit eben. Ja, und der Gonzo, der wollte euch erstmal begrüßen. Ja, hallo Kinder. Hallo. Seid ihr alle da? Ja. Gonzo? Ja. Wenn die Kinder nicht da wären? Ja. Dann wären sie nicht hier. Stimmt. Hallo. 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 Ja, der Gonzo hat übrigens heute und dieses Jahr ein super Märchen für euch parat, was er euch erzählen möchte. Natürlich mit meiner Unterstützung, weil er kennt noch nicht alle Märchen so gut. Aber heute ist zum Beispiel dran, welches Märchen hast du gedacht? Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, habt ihr das schon mal gehört? Ja! Hier im Kalender? Nö! Nö! Da kann ich ja nichts verkehrt machen, oder? Ja. Nö. So, also, wer kennt das Märchen? Hänsel und Gretel? Ich! Nicht! Du kennst das, ja? Soll ich es erzählen? Ja, also gespannt, ja? Okay. So, also, Hänsel und Gretel. Ja? Hänsel und Gretel. Du fängst an. Ja, Hänsel und Gretel verweilen sich im Lief. Verliefen sich im Wald. Ach so. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Da waren viele Bäume und das war wieder kalt. Was? Wieder kalt. Aha, schon Sommer. Ja. Ach so. Ja, und wo kamen sie dahin? An ein Häuschen. Ein Häuschen? An was für ein Häuschen? Pfefferkuchen. Genau. Und die haben gegessen und die gegessen und die gegessen und die gegessen. Ja, nicht so viel gegessen. Und die haben gekostet. Ja. Und dann kam wer? Na, die Hexe. Die Hexe! Ja, die Hexe. Was hat die gemacht? Auch gekostet. Die Hexe hat die Kinder reingebeten. Ach so, so wie euch. Ja, zum Beispiel. Wenn die Kinder jetzt hier reinkommen, dann ja, sind sie. Aber das machen wir heute nicht. Okay. So, und dann hat die Hexe die Kinder gefressen. Nein, die Hexe hat die Kinder nicht gefressen. Die Hexe hat den Hänsel eingesperrt. Ja, in den Käfig. Ja, und hat den Hänsel gefüttert. Ja. Und die Gretel? Ja, die Gretel musste der Hexe aber helfen. Und dann haben die beiden was gemacht? Die Hexe ausgetrickst. Kurz vor mir heute. Ja. Und dann ist die Hexe... Und den haben wir schon schnell gekochen. In den Ofen. Was? In den Ofen? Ja, in den Ofen ist die Hexe gekochen. Und dann? Ja, dann wurde die Hexe in den Ofen reingeschubst, zack, Klappe zu, war er tot. Die Kinder das Häuschen auch gegessen. So ein Blödsinn. Und so. Ja. Das ist hier heute ein Adventskalender. Ja. So viele Kinder. Hallo. Hallo. Ja. Die Frau König. Die Frau kennst du? Ja. Woher? Letzte Woche.
Von letzter Woche? Ja. Im Geschäft. Hast du ein Geschäft? Ja. Was für ein Geschäft? Hier, Mann. Die Frau war noch nie bei Fehmarn, vermute ich jetzt mal, oder? Waren Sie schon mal bei Fehmarn? Nein. Nein. Oh, und wo ist die Brille? Vom Bäcker. Vom Bäcker. Ah, da gibt's die Brille. Ja. Und sie hat nicht einen Pfennig dazu bezahlt. Nein, nur für die Brötchen. Richtig. Sieht schick aus. Was? Die Brille. So, liebe Kinder, ihr wollt bestimmt jetzt was zu Süßes haben. Ja. Ach so? Ihr auch? Ihr alle? Ja. Wisst ihr was? Da ich ja der Rudi Schleifstein bin, kann ich ja auch zaubern. Ha, ja. Und dazu steckt man den erstmal wieder zurück in seine Kiste, weil der bringt alles auseinander. Ja, deswegen verabschiedet er sich erstmal. Ja! So, liebe Kinder, noch Schluss für heute. Kommt nach Hause. Haut ab. Die Kinder noch Weihnachten, noch Süßigkeiten. Ach so, okay. Hier hoch und einfach mal rein.